Hallo zusammen an alle Finanz- und Krypto-Freunde zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es ist wieder Montag und ihr wisst, Montag, das bedeutet Memecoin Monday. Wir werfen wieder einen Blick in mein Memecoin Depot. Wie hat es sich in der letzten Woche entwickelt? Und ja, wie hat es sich sogar in den letzten 2 Wochen entwickelt? Denn wie ihr wisst, gab es am letzten Montag kein Memecoin Update, da ich in Wien war beim Bitpanda Community Event. Es war auch echt super, das Event. Also, wer da gerne mehr sehen möchte oder ein paar Bilder sehen möchte, kann sich gerne den Sonntagsplausch von gestern angucken hier auf diesem Kanal. Da habe ich ein paar Bilder gezeigt und da wurde auch über das Event gesprochen. Also, es war wirklich mega, das Event. 2 Tage lang Leute aus der Community kennengelernt. Und ja, wird auf jeden Fall irgendwann wiederholt. Aber wir schauen uns nun mein Portfolio an. Was hat sich getan? Und los geht's natürlich wie immer direkt nach dem Intro. Ja, nach dem Flash-Crash vor 2 Wochen, in dem es mein Portfolio ziemlich zerschossen hatte mit 47,96% Minus, hat sich der Markt etwas erholt. Und wie ich ja vor 2 Wochen schon gesagt habe, ich habe nachgekauft in Flash-Crash. Ich habe den Dock with Head verdoppelt und in den letzten 2 Wochen sind noch 2 Positionen dazugekommen. Ja, oder eher eine Position nachgekauft. Ein Neuzugang ist dazugekommen. Den schauen wir uns mal in der folgenden Tabelle an. Also vor 2 Wochen war das Depot 3.708 Euro wert. Ja, und diese Woche ist es 2.771,52 Euro wert. Es macht einen Zuwachs von 42%, nicht eine Steigerung von 42%. Denn wie ihr hier sehen könnt, ja, ist der Dog with Head nun eingefügt, die 230 Euro, die ich dann nochmal investiert habe, um jetzt auf 413 Stück zu kommen. Dann habe ich nachgelegt, ja, den Solana. Denn Solana ist ja meiner Meinung nach der Memecoin, der richtig gut gehen könnte. Wenn die Solana Chain im Bullrun performt, dann denke ich mal, dass der Solana dann auch ja der Meme-Token oder das Maskottchen der Solana Chain wird. Ich habe da aufgestockt, mittlerweile auf 23.637 Stück von 8.400, also knapp 15.000 aufgestockt. Ja, und dann ist neu dazugekommen der Nairo. Nairo hatte ich schon länger auf meiner Watchlist, denn Nairo ist ja sozusagen der Nachfolger vom Doge. Denn ihr wisst ja, der Dogecoin, also der Besitzer, hat ja einen Hund, einen Shiba Inu, und dieser Hund wurde dann eben als Logo für den Dogecoin genommen. Ja, und dieser Hund ist gestorben jetzt, also diesen Shiba Inu gibt es nicht mehr. Und der Besitzer hat einen neuen Hund und dreimal dafür raten, wie er heißt, natürlich Nairo. Ja, und Nairo ist als Spotlight gelauncht worden bei Bitpanda und ja, da war die Gelegenheit, da zuzuschlagen, den jetzt zu kaufen. Ich habe die erste Tranche mit 100 Euro investiert, ist natürlich zurückgegangen auf 68,36 Euro, also 572 Nairo gekauft. Und er hat im Moment eine Marktkapitalisierung von 124 Millionen Euro. Aber gut, wer weiß, wenn sich wirklich vielleicht der Elon Musk auf den Nairo demnächst einschießt, weil es ja eben der Nachfolger vom Dogecoin ist, dann könnte da natürlich auch was gehen. Ja, was haben die anderen Token gemacht? Haben sich ein bisschen nach oben entwickelt, wie wir sehen können. Milkback zum Beispiel von 289 Euro wieder auf die 324 Euro. Auch der Turbo hat sich gut entwickelt auf 2.654 Euro. Weil der natürlich auch schon ja, letztens auf 4.000 Euro war. Aber wie gesagt, das Portfolio hat sich wieder entwickelt. Von 3.700 Euro stehen wir mittlerweile wieder bei 5.200 Euro. 3.675 Euro investiert jetzt eben durch die Neuinvestitionen. 1.975 Euro bislang an Rendite mitgenommen. Und ja, der Markt ist in den letzten Tagen wieder ein bisschen zurückgekommen. Es war schon wieder etwas besser, das Portfolio, aber gut. Ich denke mal 5.271 Euro bei 3.675 Euro Invest. Es entwickelt sich und ja, wie gesagt, die 42,16% sind nicht genau die 42%, um das Portfolio dann gestiegen ist, sondern da sind auch die Neuzugänge zugekommen. Eine Neuerung wird es geben. Ich habe ja in der letzten Woche auch den Biercoin rausgeschmissen, da er nur noch bei 3 Euro und ein bisschen mal 3,16 Euro.
oder so. Und ja, es wird jetzt so sein, wenn ein Token unter 10 Euro fällt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder verdopple ich die Position oder ich schmeiße sie raus aus dem Depot. Dann wird natürlich auch der komplette Verlust reingebucht ins Depot, damit es ja, natürlich voll transparent ist, was ich hier mache. Und natürlich ist es so, es soll euch nicht animieren, das mir hier nachzumachen. Also ihr wisst, es ist keine Anlageberatung. Es ist nur mein Depot, was ich führe, mein Depot, was ich habe. Ich erzähle euch, was ich mit meinem Depot mache, wie ich damit handle. Also nicht unbedingt nachmachen, weil ihr seht ja auch, also die letzten Investments sind nicht so gut gelaufen. Mit dem Nairo, der ja schon über 30% Verlust hat. Aber natürlich werde ich es auch wieder so machen beim Nairo. Wenn er weiter zurückkommen sollte, werde ich eine zweite Tranche kaufen und wenn er dann noch weiter fallen sollte, auch eine dritte Tranche. Denn ich bin immer noch voll davon überzeugt, dass der Memecoin-Sektor einen richtig guten Zyklus haben wird in diesem Bullrun, der jetzt demnächst dann hoffentlich doch kommen wird. Und der Bullrun, ja, der war etwas anders als die anderen Bullruns, denn zuerst haben die Memecoins gut performt, dann kam Bitcoin und dann wollen wir auch hoffen, dass der Bitcoin jetzt demnächst wieder ein Allzeithoch erreicht und danach die Altcoins dann auch kommen. Und ich denke mal, wenn die Altcoins performen, werden die Memecoins auch nicht lange auf sich warten lassen oder vielleicht sogar schon eher wieder performen und oder direkt mit performen mit den Altcoins. Also ich gehe davon aus, dass sich dieses Portfolio noch richtig gut entwickeln kann. Mehr gab es diese Woche nicht. Also komme ich auch zum Ende von diesem Portfolio-Update. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video doch einen Daumen hoch da. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit diesem Portfolio weitergeht, dann abonniert doch den Kanal und wir sehen uns am nächsten Montag wieder. Ciao!